Boom, Leute! Mein Name ist IamSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich erkenne die Zwillinge. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen komisch, vertraut mir, wir haben daraus eine richtig spannende Folge gemacht. Wir werden es nämlich so machen, dass die Zwillinge hier reinkommen werden und einer von den beiden hat jeweils einen Morphsuit an. Und wir müssen dann erkennen, wer von denen halt jetzt wirklich ein richtiges Zwillingspaar ist. Wird extrem spannend und Freunde, ganz wichtig, bevor das Video losgeht, mir war wieder mal langweilig. So, und als mir langweilig war, habe ich die YouTube-App aufgemacht und habe gesehen, ey Freunde, es gibt wirklich noch viel zu viele Leute, die die Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es an der Stelle super wichtig, wenn ihr einmal den Kanal abonnieren würdet und die Glocke gleichzeitig aktivieren würdet. So werdet ihr in Zukunft keine Folge verpassen. Freunde, ganz wichtig, bevor das Video weitergeht, vertraut mir, ich habe ein extrem geiles Handy-Game für euch, nämlich The Grand Mafia. Ich denke mal, sehr, sehr viele von euch werden das schon kennen, denn das Game spielen schon bereits über 400 Millionen Menschen. Aber falls ihr das Game noch nicht kennen solltet, vertraut mir, ich zeige euch ganz kurz, was ihr alles in dem Game machen könnt, denn es ist quasi wie die mobile Version von GTA. In diesem Mafia-Spiel könnt ihr Straßenkämpfe führen, ihr könnt Banken ausrauben, ihr könnt Städte entwickeln, auf Schwarzmärkten handeln und ihr könnt sogar eure Männer zusammenrufen, um andere Städte anzugreifen. Euer Ziel ist es quasi, vom Gauner zum Mafia-Boss zu werden. Wenn ihr auf Level 9 upgradet, bekommt ihr ein zweites Babe. Und wenn ihr auf Level 15 upgradet, könnt ihr unvergessliche Dates freischalten. Und Freunde, der lustigste Teil des Spiels sind die Fraktionskämpfe. Denn bei den Fraktionskämpfen spielen über 20.000 Spieler um die Kontrolle über die Stadt. Freunde, ihr könnt übrigens auch meiner Fraktion beitreten. Alle Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. In dem Game geht es hauptsächlich darum, zusammenzuspielen. So, und wenn ihr euch jetzt dafür entschieden habt, mit mir zusammenzuspielen, dann hört ganz kurz zu, denn der erste Schritt ist, verwendet den Code TGMNAHIM und mit dem Code könnt ihr schon mal meine persönlichen Belohnungen einlösen und könnt damit schon mal direkt eure Nachbarn schlagen. Übrigens, Freunde, zukünftige Codes werde ich im Fraktionschat senden. Und Schritt 2 ist, Freunde, ihr müsst die Killer Queen rekrutieren und leveln, um Bau- und Kampfboost zu erhalten. Es ist extrem nutzvoll und es lohnt sich vom Anfang bis zum Ende des Games. Und Schritt 3 ist, Freunde, klickt auf Fraktionshilfe und Fraktionsinvestition, um eure Fraktion zu stärken und euren Einfluss zu stärken. Denn der Einfluss ist quasi das Wichtigste in dieser Mafia-Welt. Und Freunde, das ist noch nicht alles. Ich will auch nicht zu viel spoilern, weil das Game ist einfach echt spannend und extrem geil. Deswegen ladet euch über den ersten Link in der Videobeschreibung The Grand Mafia runter und verwendet dabei meinen Creator-Code TGMNAHIM, um ein Starter-Pack im Spiel direkt einlösen zu können. Deswegen, Freunde, an der Stelle würde es mich und das Format extremst unterstützen, wenn ihr euch einmal über den ersten Link in der Videobeschreibung The Grand Mafia runterladen würdet. Vertraut mir, es ist ein echt geiles Game. Und an der Stelle würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht mehr groß rum, sondern machen direkt weiter mit dem Video. Let's go. Für das heutige Video haben wir eine extrem geile Jury wieder mal. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Jury. Einmal bitte rein! Der war was? Der Gummiball, hä? Oh, es geht ab nach hier, mein Schatz. Bester Mann, Cousin. Lange nicht gesehen, Bruder. Lange nicht gesehen, boah, Alter. Boah, heftig. Bruder, was ist in der Zeit passiert? Sag mal, erzähl mal ein bisschen. Boah, so einiges passiert, ne? Weißt du, was nicht passiert ist? Hm? Der Tisch ist nicht gewischt, Bruder. Boah, stimmt. Boah, das Bruder. Das Ding ist, Real Talk, das ist in jedem Video Top-Kommentar, ne? Ja, Bruder. Ich sehe jedes Mal den Kommentar, jeder zweite Kommentar, holt euch einen Glasreiniger. Dann wissen die, wovon ich spreche. Freunde, ey, es freut mich, dass ihr hier seid. Ja, krass. Letzte Folge war erfolgreich. Ja. Danny war erfolgreich. War sehr erfolgreich. Ich muss sagen, wir als Team sind auch einfach Das war sehr, sehr gut. Das war echt gut. Deswegen genau das Gleiche müssen wir heute wieder an den Start bringen. Easy. Wir drehen nämlich heute Erkenne die Zwillinge. Boah. Das heißt, es werden gleich mehrere Paare kommen. Einer davon trägt einen Morphsuit und der andere halt nicht. So. Morphsuit heißt komplett verdeckt. Ja. Okay, das ist krass. Aber geiles Thema, spannendes Thema. Ich bin richtig gespannt. Ich habe gehört, es sind 7 Paare da. Das heißt, hier kommen gleich 14 Leute rein. Ganze Fußballmannschaft kommt hier rein. Freunde, ganz wichtig, ey, bevor das wieder losgeht, denkt dran, checkt die bitte alle unbedingt ab. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht groß rum, sondern bitten die Teilnehmer. Auf die Runde! Oh.
Einfach eine ganze Fußballmannschaft hier, Alter. Plus Bank, Digga, plus Bank. Schiedsrichter, Schiri ist auch dabei. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Oder viele. Da müssen wir viel aussortieren. Ja, ja. Das wird so schwer, ne? Ich frag mich, was für Fragen wir stellen können. So Leute sollen sich erstmal vorstellen, mal gucken, wer die sind. Genau. Wie ich geht's? Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum. Ja. Dann kann sich das erste Paar schon mal vorstellen. Hey, ich bin Sarah und ich bin heute hier mit meiner Zwillingsschwester Samira. Wir kommen aus Hamburg und sind beide 16 Jahre alt. Krass. Kann sie auch mal sprechen? Hallo, ich bin Samira. Samira? Ja, genau. Aus welchem Land kommst du? Meine Eltern kommen aus Afghanistan, aber wir beide sind in Deutschland geboren. Okay, krass. Sprichst du? Pashtun oder? Ja, also Farsi. Farsi, okay. Du? Ja, ich auch. Wann seid ihr geboren? Am 26.02.2006. Wie heißt eure Mutter? Lida heißt sie. Mein Vater? Mohammed. Boah, weißt du, was auch hart ist, wenn einfach nur Geschwister mitmachen? Boah, stimmt. Das stimmt. Das habe ich gar nicht einberechnet. Das habe ich auch nicht einberechnet. Das wird so schwer, ne? Seid ihr eineiige oder zweieiige Zwillinge? Wir sind eineiige Zwillinge. Ach, das heißt, ihr seht komplett gleich aus? Ja. Boah, dieses Jahr Alter, war synchron. Alter, das war wie Eclipse, Digga, das war krass. Bruder, Jackpot, die brauchen nur einen Führerschein, Cousin. Boah, ich finde die eigentlich recht authentisch. Wir so, sind ne? authentisch bis jetzt. Die sind 16, also wenn die cappen, sind die krass. Ich würde direkt den nächsten hören. Ja, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten einmal bitte weiter. Also erstmal hi, ich bin der Burak und ich bin 20 Jahre alt und ich bin heute mit meinem Zwillingsbruder hier. Machst du Kampfsport? Nee. Gar nichts? Nee. Also ich mach Fitness. Eineiig oder zwei? Einei. Das heißt, ihr seht auch gleich aus? Ja, aber es gibt halt Merkmale, bei denen man schon erkennt, dass... Die wären? Haare, auch Narben. Was bist du für ein Landsmann, Bruder? Türke. Türke? Dein Zwillingsbruder, was ist er? Der ist Deutsch. Türke. Ja, gib ihm mal kurz ein Mikrofon. Ja, klar. Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, alhamdulillah. Ahmet heißt du, Bruder, pass auf, Cousin, wir machen es ganz leicht. Was heißt Affe auf Türkisch? Maimun. Wann seid ihr geboren? 15. März 2002. Wer kam zuerst? Ich. Boah, ist voll schwer, Alter. Ist sehr schwer. Habt ihr Gemeinsamkeiten? Hobbys? Also, was heißt Ähnlichkeiten? Halt Sport, aber halt, er macht anderen Sport als ich. Was macht er für einen Sport? Also, ich spiele Fußball. Derzeit, ich habe auch Kampfsport gemacht, Boxen, Fitness habe ich auch gemacht. Ich habe auch 10 Kilo abgenommen gerade. Also, das vor ein, zwei Jahren war ich so ungefähr auch so wie der, also ein bisschen dünner. Und ansonsten halt Fußball. Krass. Okay, dann lass weitermachen, oder? Ja, okay, dann können die Nächsten sich einmal vorstellen, bitte. Hallo erstmal, ich bin Venita, das ist meine Zwillingsschwester Jasmin. Wir sind 18 Jahre alt, kommen aus Recklinghausen. Eineiig oder? Zweieiig. Was heißt zweieiig? Was ist der Unterschied? Genau. Der Unterschied ist, dass... Nicht du, die andere. Der Unterschied ist, dass die Eizelle sich dann nicht, also dass sie sich teilt. Und bei Eineiigen bleibt es eine Eizelle. Wird schon frei gewählt. Hat Bilder benutzt auch. Was seid ihr für Landsfrauen? Wir sind halb Thailänder und halb Polen. Krass, beide? Ja. Unsere Mutter ist Thai und unser Vater ist Pole. Krass. Was macht ihr so schulisch, beruflich? Wir gehen aufs Berufskolleg und machen jetzt Abitur. Dann. Eine Klasse? Eine Klasse, genau. Krass. Seit wann seid ihr Freunde? Verstehe ich nicht die Frage. Okay. Digga, warum sind die so krass? Oder ich könnte jetzt bei jedem sagen, das ist die Wahrheit. Ja. Die sind einfach nur Schwestern, normale. Kann auch sein. Das wäre Pfeifett, wenn einfach nur Geschwister dabei sind. Das wäre auch heftig. Das wäre aber hart. Das wäre sehr, sehr hart. Wer wurde zuerst geboren? Sie. Ich bin 20 Minuten circa älter. Haben Zwillinge 20 Minuten Abstand? Geht auch, oder geht Stunden sogar. Krass, heftig. Ist öfters bei Zweieiigen. Boah, nein, schwer, Digga. Ja, alle drei waren gut. Könnt ihr Thailändisch? Ja, ein bisschen. Also ich verstehe meine Mutter fließend. Und wir können aber nur so ein bisschen reden und Polnisch auch. Du warst doch in Thailand, Nahim. Ja. Dann sprich mal ein bisschen auf Thailändisch. Sawadika. Ja, okay, das heißt hallo. Ja, zum Beispiel, schön, Shan Yasmin. Wer kann mehr okay, warte, Thailändisch? Warte, lass sie mal auf Thailändisch reden. Sie soll mal ein bisschen. Genau. Ich kann nicht so viel Thailändisch, weil ich ja bei meinem Vater aufgewachsen bin, also bei meinem Vater lebe. Deswegen kann ich eher Polnisch. Was heißt, wie geht's hier? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch. Also ich kann mich so vorstellen, wie ich heiße und das war's eigentlich. Wart ihr schon mal in Thailand? Ja, schon. Schon öfters? Oder lass sie sich mal vorstellen auf Thailändisch. Stell dich mal vor auf Thailändisch. Sawadika, Chiemvenita. Okay, warte mal, jetzt will ich was auf Polnisch hören. Die rechte ist ja bei ihrem Vater, der Pole ist aufgewachsen. Okay, und jetzt, ich glaube, ich habe es langsam raus. Red mal auf Polnisch. Dzień dobry, jestem Winita. Mami, ich kann die Zahlen nicht so gut. 18 lat, ja. Warte, und jetzt soll sie nochmal auf Polnisch reden. Dzień dobry. Jestem Jasmin, Mami aus dem Jastjörlad. Digga, was heißt Klutsche? Klutsche heißt Schlüssel. Okay, guck mal. Ich sag, sie ist keine Halbpolin. Die rechte ist Polin. Bruder, sie ist auch keine Zwillinge. Die konnte auch Polnisch. Nee, egal, ich habe trotzdem so ein Gefühl, ich habe recht. Deswegen, ich dachte, ich hätte jetzt wenigstens, indem die rechte gar kein Thailändisch kann, aber sie konnte trotzdem einen Satz sagen. Ja, aber das ist dieses schon vorher geplante, dieses geübte. Das ist ein guter Plan von denen gewesen. Die gehen so rein, weil sie ist Polin. Dann sagt sie einfach, ja, ich bin halb Polin und du bist dann einfach bei dem Vater aufgewachsen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein gutes Ding. Cap. Aber wir schicken jetzt noch keinen raus. Also ich würde vorschlagen, wir machen erstmal mit den hinten rechts einmal weiter. Ich bin Peter, 19 Jahre alt, komme aus Hannover. Das ist mein
Bruder Niklas, auch 19 Jahre alt. Was seid ihr für Landsmänner? Deutsch. Deutsch. Ah, okay, nice. Zieht ihr euch gleich an immer? Nee, nicht immer. Aber dachtet ihr für heute, damit man denkt, ihr seid echt Zwillinge? Ja. Ein auf den. Seid ihr einer ich? Zwei. Was macht ihr privat so? Hobbys, Mobbys? Privat auf jeden Fall Sport, sehr aktiv Basketball. Wir beide machen auch Fitness so. Spielt ihr beide Basketball? Nee, nur ich bin mehr so der Basketballer. Oh, diese Jahr habe ich gesehen, Bro. Auf PlayStation meinst du? Ja, er spielt halt mit, aber ich bin halt so im Verein. Okay, krass. Der hat ja gesagt, als ob er Kobe Bryant wäre, Digga. Ich sag dir ehrlich. Also mein Bauchgefühl sagt, das ist auf keinen Fall Zwillinge. Ja. Nein, Bro, die waren sass. Die waren sass. Ja. Allein wegen dem T-Shirt schon. Ja. Too much. Wie lange seid ihr schon befreundet? Boah. Wir sind Zwillinge halt, ne? Boah, dieses Boah war krass. Nein, Bruder. Ja, ich weiß, also safe. Das heißt, Boah. Die kennen sich gut, aber mehr auch nicht. Danke, aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal mit denen hinten weiter. Hi, ich bin Emir, das ist mein Bruder Eren. Wir sind 22 Jahre alt und kommen aus Duisburg. Duisburg. Servus. Aber ich finde jetzt schon, vom Körpertyp sind die ganz, ganz anders, ne? Ja, seine Schultern links gehen runter, seine gehen so ein bisschen nach links, rechts. Ja. Wer von euch ist der Selbstbewusstere? Ich. Safe, gell? Ganz klar. Kann er auch mal kurz reden? Also auf jeden Fall, ich bin der Schüchterne. Ich bin halt den ganzen Tag zu Hause im Zimmer und... Aber auf jeden Fall, von der Genetik her ist man sich sehr ähnlich und es passt nicht ganz zusammen. Unabhängig davon, ob der eine Sport macht oder der andere nicht. Allein deswegen würde ich schon sagen, dass es keine Zwillinge sind. Auf drei die Minutenanzahl vom Abstand her bei eurer Geburt, okay? 3, 2, 1, 4. Warte, er hat Tausender Ping. Warte, bei ihm dauert noch. Alles gut, Bruder. Du kannst gleich noch antworten, Bruder. Wir machen kurz Cut. Also ich würde sagen, das sind keine Zwillinge. Wir sind ja jetzt nur vom Aussehen gegangen so. Nee, auch auf die Frage haben die nicht geantwortet. Was macht ihr beruflich? Ich bin Elektriker. Ich bin Kfz-Mechatroniker, also Ausbildung im dritten Lehrjahr. Und ich bin jetzt im Dezember kurz vor der Abschlussprüfung. Wie alt bist du? Ich bin 22. Okay, wann hast du die Ausbildung angefangen? Erstes Lehrjahr jetzt. Ich habe davor mein Abitur gemacht gehabt, war nicht so meins, also studieren. Was hast du gemacht? Davor, ich habe halt meinen Realschulabschluss nachgeholt. Nachgeholt? Gearbeitet, bis ich dann gesagt habe, ja, ich fange jetzt eine Ausbildung an. Und jetzt bin ich halt im dritten Lehrjahr, also bin kurz davor. Dritte Lehrjahr? Ja. Boah, du hast schon deine ganze Karriereleiter gehabt. Wow, ja. Wie alt bist du? 54, Cousin? Ey, warte mal, ich glaube, der rechte Cap mit seinem Alter irgendwie. Ne, ich glaube, der linke Cap. Der linke, ja, ja, der linke. Er hat doch gerade gesagt, er hat Abitur zu Ende gemacht und er ist jetzt im ersten Lehrjahr. Ja. Kommt nicht hin, von der Zeit her. Was hast du denn gemacht? Ja, das kann ich auch erklären. Ich war auf der Hauptschule. Dementsprechend habe ich nur meinen Hauptschulabschluss bekommen, musste auch dann meinen Realabschluss nachholen. So, habe ich nicht bekommen, habe ich dann nochmal nachgeholt, habe meinen Quali bekommen. Auch mein Abitur. Beide nachgeholt? Ja, ja. Also bei mir ging es halt wirklich gar nicht. Das heißt, er hat Realschule nachgeholt und du? Ja. Okay, wollen wir weitermachen? Ja, ich würde auch sagen, lass mal mit denen weitermachen. Also erstmal hey zusammen, ich bin Tyra, das ist meine Schwester Shakira. Wir sind 19, kommen aus Thüringen, sind in einem Dorf groß geworden. Ja. Deine Schwester oder deine Zwillingsschwester? Wir sind Zwillingsschwestern, zweieige. Kannst du ihr mal das Mikro geben? Ja, hallo, ich bin wie gesagt Shakira. Genau, wir wurden geboren am 26.04.2003. Wer ist älter? Ich. Auf 3 die Minutenanzahl. 1, 2, 3. 6. Wie war das für eure Eltern? Schwer. Also wir haben auch noch 2 größere Brüder. Deswegen so mit 4 Kindern ist auf jeden Fall nicht leicht für sie gewesen. Unsere Eltern haben sich dann auch früh getrennt. Also sie haben sich nicht unbedingt Zwillinge gewünscht. Wart ihr in der gleichen Klasse? Also wir waren im selben Kindergarten. Und dann in der Grundschule sie waren in meiner Parallelklasse. War auch sehr schwer für uns. Wir wollten uns nicht trennen, aber unsere Eltern und unsere Lehrer meinten, es wäre besser, wenn wir in die Parallelklasse gehen. Digga, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist insane. Ja, ist echt schwierig. Danke euch erstmal. Ich würde sagen, wir machen mit den letzten einmal weiter. Mein Name ist Dohan und das ist Batuhan. Wir sind 20 Jahre alt. Kann er sich auch einmal vorstellen? Mir geht's super und wie geht's dir? Boah, mir geht's echt gut. Wer ist älter? Ich. Bruder, musst du gerade überlegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es war eine schwierige Kaiserschnittgeburt für unsere Mutter. Ich bin da halt auch selber nicht ganz gut rausgekommen und ihr seht vielleicht, dass ich ein bisschen korpulenter bin als mein Bruder. Das liegt daran, dass ich Medikamente nehmen musste. Was für Medikamente? Ja, das waren halt, bei mir haben Hormone gefehlt, um meinen Körper zu, wie nennt man das jetzt? Halt die Wachshormone und weil ich halt ein bisschen zu kritisch kam und auf jeden Fall musste ich die dann halt nehmen und die Nebenwirkungen sind halt eingeschlagen. Also auch bei der Geburt gab es auch Komplikationen, wir sind 2 Monate vorher gebankt. Ja, auch beim Kaiserschnitt ist auch das, also wir haben das Pankreas unserer Mutter kaputt gemacht, jetzt ist sie halt Diabetikerin. Das ist halt auch so ein Nachteil, was wir haben.
Musst du irgendwie irgendwelche Medikamenten poppen oder so? Ich weiß nicht, man erkennt das nicht, aber ich bin auch viel dünner. Ich bin 1,83 und wiege nur 60 Kilo. Ich nehme also auch Medikamente, aber halt dann eher, um meinen Stoffwechsel ein bisschen zu verlangsamen, weil ich habe einen sehr starken Stoffwechsel, obwohl ich ehrlich gesagt viel mehr als er esse. Aber ist auch gut, guter Stoffwechsel ist doch gut. Aber ich habe einen zu starken. Das ist Überfunktion. Genau. Ich habe das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie das heißt. Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüsenüberfunktion, genau hier. Ja, Schilddrüsenüberfunktion. Was ist dafür Tabletten für Schilddrüse? Ich nehme jetzt, eigentlich kriege ich keine Tabletten mehr, weil es ist besser geworden, seitdem ich auch Sport mache. Sehr gut. Habt ihr irgendwie so eine Story, wo ihr vertauscht wurdet oder seht ihr euch gar... Wir sehen uns wirklich gar nicht ähnlich. Er ist doch viel heller als ich, er hat auch weniger Bart, er hat, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber auf Türkisch heißt Ella-farbene Augen. Ich habe ja jetzt nur braune Augen. Digga, ich habe keine Ahnung, Mann, ich bin so überfragt. Ich sag dir, also ich finde die am authentischsten. Nee. Doch, ich sag dir warum, ich sag euch warum. Die reden so einheitlich, nicht ja, so gespielt, nicht so... Wir haben aber auch einheitlich gesagt. Weil es Geschwister sind. Geschwister, genau, Bruder. Guck mal, Geschwister, aber vielleicht nicht Zwilling, aber vielleicht doch Zwilling. Weil, oder ich sag dir diese Geschichte mit Mutter und so und Kaiserschnitt und dass sie dadurch Diabetes hat und so, hat mich schon auch ein bisschen so mitgenommen. Da sieht man von Anfang an die Mutter, was sie für eine Mutter, was sie durchmachen muss für ihre Kinder. Meine Eltern haben halt sehr spät geheiratet, mein Vater mit 35 und meine Mutter halt 7 Jahre früher. Tatsächlich haben die halt 10 Jahre lang keine Kinder bekommen. Und mein Vater und meine Mutter wollten Kinder. Dann haben die halt 10 Jahre lang so gelebt. Der Arzt meinte, es wird nichts passieren, kein Kind. Und 10 Jahre später kamen wir als Überraschung. Und tatsächlich haben sie sich sehr gefreut gehabt, weil sie nicht nur ein Kind haben wollten. Wir wissen ja, wie es bei uns Türken so ist. Die Eltern wollen nicht nur ein Kind haben. Aber leider haben wir kein anderes Geschwisterlein oder ähnliches. Ja, die haben was Familiäres. Scheiße, Alter. Also, dass sie Brüder sind. Oder Cousins. Zu 100% oder Cousins. Also, Familie, technisch sind die safe connected. Der will den auch ganz zeitmäßigen. Hörst du, der macht den so chill, chill. Ja. Okay, da würde ich sagen, müssen wir die ersten schon mal rausvoten. Boah, na. Echt jetzt? Ja, wissen wir. Ja, müssen wir. Kalkani-Brüder. Also, ich sag dir und ich bin auch für die Kalkani-Brüder. Die Kalkani-Brüder, die müssen leider in so einen Apfel beißen. Ja, ich würde auch, sind wir uns einig? Da, Mann. Kurzen Prozess machen. Bist du dabei? Goku, Sammy. Ich geh nach euch, Jungs. Okay, dann müsstet ihr einmal rausgehen. Okay, rausvoten mit deutschem Akzent. Guck mal, entweder das sind Freunde oder das sind Brüder. Und dieser Eindruck macht mir eher Brüder, Digga. Also mein Gefühl sagt, das ist auf keinen Fall Zwilling. Ja, auch bei mir auch nicht. Heiter rausgesehen. Ja, sind wir uns einig? Ja. Dann müsstet ihr einmal bitte rausgehen. Kannst du noch was auf Thailändisch sagen? Also wie gesagt, ich kann kein Thailändisch, also nicht viel, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin. Hast du gesagt, bisschen? Ja, ein bisschen. Ich habe gesagt, ich kann mich vorstellen, also wie ich heiße und das war's. Und das habe ich ja schon gemacht. Nenn mal 3 Städte aus Thailand. Bangkok, dann... Fantasyland. Ey, das weiß man. Nenn 3 Städte aus Polen. Warschau. Ja. Katowice. Ja. Krakau. Da haben wir die Polen. Sie ist Polen. Ja, also was sagt ihr? Bruder, mit Städte war schon hart gerade, ja. Ja. Mein Bauchgefühl sagt auch nein. Ich sag nee. Ich sag auch nein. Nee, also ihr habt es echt gut gemacht, aber ihr müsstet einmal bitte rausgehen. Ich habe das Gefühl, die vorne rechts irgendwie, ich weiß es nicht. Digga, dieses kann nicht sein, dass sie mit 16 so gut am Leben sind. Die haben so von der Redensart und so, ich weiß nicht, die waren so... Connected miteinander, ne? Einfach die gleiche Größe und so, ich weiß nicht, das passt einfach so, beide so richtig gleich klein irgendwie. Warte mal, ich habe eine Idee. Ihr seht euch sehr ähnlich, oder? Ja, wir haben kaum Unterschied. Also wir selber, ich finde nicht, dass ich wirklich aussehe wie sie, aber sagen halt andere. Für mich ist sie halt eine andere Person und wir haben auch schon Fragen gehört, wie zum Beispiel, verwechselt ihr euch manchmal gegenseitig und das wird, glaube ich, niemals passieren. Hattet ihr mal so eine krasse Story mit so, wo ihr verwechselt wurde? Wir werden halt im Alltag sehr oft verwechselt, in der Schule kommt das jeden Tag vor. Wir sind auch in derselben Klasse übrigens und deswegen haben auch die Lehrer richtig Schwierigkeiten, uns auseinanderzuhalten. Wir haben auch eigentlich so gut wie immer dieselben mündlichen Noten und auch sonst. Die Schüler haben auch Probleme, uns zu unterscheiden, obwohl die schon länger mit uns in eine Klasse gehen, kennen die das noch nicht so gut, aber dafür haben wir eigentlich auch Verständnis und für uns halt wichtig, dass unsere Freunde uns unterscheiden können. Boah, Alter, was das auch für ein Vorteil ist, ne? Sie kann einfach ihren Führerschein machen. Unser Bruder meinte auch, wir haben einen älteren Bruder, er meinte auch, dass die, als wir klein waren, da war es ja noch schwieriger, uns zu unterscheiden und dass die uns an unseren Sockenfarben unterschieden haben, weil das halt auch nicht anders ging. So eine auf Geschichte mit Detail. Ich weiß nicht, ich finde die so authentisch. Ihr safe. Bruder, ich finde die auch voll authentisch, Bruder. Also sind mein Favorite. Also guck mal, wir können auf jeden Fall beschließen, Digga, die sind auf jeden Fall familiär, Bruder. Ja. Safe, Digga. Also mindestens Geschwister. Gehen wir noch weiter, diese Zwillinge. Ja, doch, könnte man auch sagen schon. Aber wir müssen ja, wir haben noch ein paar andere hier, Bruder. Und die jetzt übrig geblieben sind, die waren nicht schlecht bis jetzt, Digga. Ja, die waren alle stark. Bruder, ich würde gerne noch mal mit den Hinteren reden. Auf 3 die Name eurer Oma.
Eins. Moment, Oma. Welche Oma? Von Mutter. Drei, zwei, eins. Zeynep. So ist meine Mutter, Alter. Digga, das war wie... Ah, das sind Brüder. Aber die wirken schon so ein Alter, Bruder. Jetzt langsam müssen wir einen rausholen. Ja, Bruder. Das wird jetzt hart, ich das sag dir. Das wird sehr hart. Das Ding ist, es gibt nicht so die Frage, woran du jetzt erkennst, ob das Zwillinge sind oder nicht. Mann. Das ist das Problem. Ich hab eine Idee. Ihr wohnt in derselben Wohnung. Okay. Geh mal einen Schritt zurück. Okay, ja, einen Schritt zurück. Ich versuche jetzt einfach mal eine Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob die jetzt floppen wird, aber jetzt zeigst du mit deinen Händen und du sagst noch nichts, wie viel Zimmer eure Wohnung hat. Nein. Darf ich erklären, warum ich auch den hier gezeigt habe? Warum? Bei uns ist das so, dass Esszimmer und Wohnzimmer verbunden ist. Ich habe jetzt Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer und Wohnzimmer gezählt. Aber weil die verbunden sind, habe ich 3 und 4 gezeigt. Also die eine Toilette ist im Innenraum und die andere ist direkt, wenn man halt in die Wohnungseingangstür reingeht, da ist auch ein Flur. Deswegen, da muss ich halt nochmal überlegen, okay, 1, 2, 3 und das ist ja verbunden gewesen mit der... Kritisch, Mann. Das Problem ist, das können ja auch Geschwister wissen. Das ist es ja. Und das können genauso auch Freunde wissen. Das ist, erstmal müssen wir gucken, seid ihr Geschwister, Freunde, verstehst du, was ich meine? Um darauf zu kommen, ob ihr Zwillinge seid. Da gibt es noch keine Frage. Deswegen versuchen wir uns ranzutasten. Einfach nur um die Glaubwürdigkeit im Allgemeinen. Wenn wir eine Lüge bei euch entdecken, verstehst du, dann verbinden wir das einfach mit den anderen, weil bis jetzt ist nicht einfach. Bei uns wurde nicht viel gefragt. Digga, das ist so schwer, Mann. Todesschwer. Vielleicht kann man noch ein bisschen schärfere Fragen, also keine Ahnung. Habt ihr beide einen Führerschein? Ja. Dazu habe ich auch eine Story. Haben wir nicht gemacht, aber wir hatten halt damals darüber nachgedacht, weil ich hatte zuerst meinen Führerschein. Haben wir darüber nachgedacht, dass ich bei der Theorieprüfung sozusagen für ihn reingehe, weil das nicht aufgefallen wäre, haben wir gedacht, aber haben wir dann im Endeffekt nicht, weil wir nicht die Eier dazu hatten. Der hatte 6 Monate oder wie viel waren das? 6, ne? Also keine Ahnung, der hatte auf jeden Fall früher den Führerschein, den Lappen. Dann wollte er für mich die Theorieprüfung quasi machen. Dann dachten wir, scheiß drauf, lass nicht riskieren. Könnte halt, lass auf sicher gehen. Das war halt so, was wir halt uns dann doch nicht getraut haben, was wir vorhatten. Ich glaube, das sind Brüder, die sich ähnlich sehen. Du willst die rausvoten? Ja, ich würde auch rausvoten. Bruder, wir haben die hinten links viel zu wenig gefragt, dass wir die jetzt, obwohl wir keine Antwort auf die haben, rausbringen. Bruder, die Sache ist, das sind 2 intelligente Jungs. Du wirst nichts aus denen rausbekommen. Aber was sagst du? Ihr werdet keinen Fehler machen. Ihr werdet keinen Fehler machen. Weil, Bruder, ich bin der Meinung, ihr seid Familie. Ihr seid Familie. Und wenn nicht, dann seid ihr Freunde seit Jahren. Wir können ja nur nach Bauchgefühl gehen, weil es gibt nicht die Frage, woran du jetzt erkennst, ob das Zwillinge sind oder nicht, weißt du? Deswegen können wir gar nicht so spezielle Fragen stellen. Und unser Bauchgefühl, also mein Bauchgefühl sagt, dass ihr Brüder seid. Vielleicht auch nicht so ein großer Altersunterschied, vielleicht so 1 Jahr Altersunterschied. Aber Zwillinge sind ja auch Brüder. Wie war das für eure Eltern, dass sie Zwillinge bekommen haben? Also die finden das bis heute immer noch cool. Habt ihr einen Spitznamen? Sag mal den Spitznamen. Nee, allgemein, habt ihr einen zusammen? Ja, ich hab einen. Ja, erzähl mal. Ich heiße Boogie. Habt ihr nicht so einen Spitznamen wie Chipmunks? Nein, das sind die 69er. Das ist deren Name. Was mit den beiden Mädels da hinten? Ich würde die nochmal hören wollen, bevor wir uns zwischen die und die anderen entscheiden. Ja, ich höre für raus. Abo? Ich gehe einfach nur nach Bauchgefühl. Ja, dann würde ich aber eher die hinten links rausvoten, bevor ich denke. Von euch beiden, wer würde dir sagen, ist reifer? Ich. Ja, denke ich auch, sie. Bruder, ich würde die raushauen. Ja, ich auch. Die ist bestimmt älter. Die ist 1 Jahr älter. Was können denn nur Zwillinge beantworten? Ja, das ist schwer, aber so von den Gefühlen her ist einfach eine Verbindung zwischen uns da, die jetzt zu unserem großen Bruder nicht so stark ist. Okay, dann würde ich die vorne rechts mal fragen. Kannst du dir mal das Mikro geben? Was können nur Zwillinge beantworten? Also ich würde auch sagen, dass auf eine bestimmte Verbindung zwischen Zwillingen herrscht. Und also im Gegensatz zu denen würde ich jetzt nicht sagen, dass das so ist. Wir haben ja auch noch 2 ältere Geschwister und also wir sind im gleichen Alter. Und deswegen denke ich, dass es sich ein bisschen anders anfühlt. Aber ich würde jetzt nicht denken, dass nur weil wir Zwillinge sind, dass wir jetzt irgendwie bestimmte Sachen, also dass wir eine bestimmte Verbindung zueinander haben. Wir können halt immer über alles reden, aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass man jetzt ein Zwilling ist. Wir machen ja auch wirklich voll viel zusammen. Also wir sind ja wirklich 24/7 zusammen. Wir machen ja auch außerhalb der Schule Sachen zusammen. Also ich denke einfach nur, weil wir so oft so viel Zeit miteinander verbringen, dann ähneln wir uns halt auch ein bisschen mehr. Und deswegen halt haben wir auch eher das Gefühl, dass wir eine engere Bindung haben. Genauso reden Zwillinge. Ich will vorne links vorne raus. Vorne links machen, raus? Ja. Okay. Okay, dann müsst ihr einmal rausgehen. Ich würde die Frage gerne mal an euch noch weitergeben. Kannst du denen einmal das Mikro geben? Was können nur Zwillinge beantworten? Bruder, ich kann dir nicht sagen, was nur Zwillinge antworten können. Das liegt daran, dass ich und er einfach wie jeder andere Bruder auch Brüder sind. Wir sind nur gleichzeitig auf die Welt gekommen und sind gemeinsam aufgewachsen. Im Endeffekt ist er mein Bruder und wir sind einfach nur unsere 4-köpfige Familie. Ja, aber ich finde, Zwilling zu sein ist ja schon was Besonderes. Ja, natürlich ist es was Besonderes. Wir wurden gleichzeitig geboren, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Wir haben ähnliche Denkweisen. Betonung liegt auf ähnliche Denkweisen. Aber im Endeffekt sind wir immer noch 2 Individuen. Und deswegen würde ich sagen, dass es keine speziellen Zwillingsdinge gibt. Wir sind uns vielleicht ähnlich in vielen Dingen, aber ich würde sagen, dass wir trotzdem 2 spezifische Menschen sind. Und ich würde auch sagen... Glaub genauso,
Reden Zwillinge nicht. Ich glaube, mittlerweile glaube ich einfach, die beiden sind einfach richtige Pfeifetts, schlau hab und gute Schüler. Habe ich auch schon gesagt. Aber beide, dass die einfach so vorbereitet hierher gekommen ja. sind. Weißt du, ich finde, also Zwilling zu sein, ist voll was Besonderes. Ich finde das komplett JB, dass ich einen Zwillingsbruder habe, ist halt genauso, wie als hätte ich einen kleinen Bruder oder einen größeren Bruder. Ich wache halt neben ihm auf, wie als hätte ich einen anderen Bruder. Und wir beide machen unser Ding. Ich gehe zur Uni, er macht seine Ausbildung. Ja, deswegen kannst du die Frage auch so gut beantworten. Weil du zur Uni gehst. Nee, weil das dasselbe ist, wie als hätte er einen normalen Bruder. Das ist ja sein normaler Bruder. Nein, also, wäre das mein normaler Bruder, dann ich würde keinen Unterschied merken zum Zwillingsbruder. Bruder, Nahim, bist du mein Vote? Mitte raus. Ja, würde ich auch sagen. Mitte raus. Mitte raus, safe raus. Mitte raus? Safe raus. Raus mit dir, Mann. Du bist raus. Ich bin auch dafür. Boah, sind wir uns einig? Ihr drei seid euch einig, ich enthalte mich. Okay. Ihr habt es wirklich stark gemacht, aber ihr müsstet einmal bitte rausgehen. Bruder, weißt du, was ich sehen will? Ja. Umarmt euch. Ihr beide und ihr beide. Jetzt? Ja. Ja. Boah! Mehr Bruder als rechts. Ich sag hier, Bruder. Ja. Ich bin mit rechts. Wie groß seid ihr? Ich weiß nicht genau, so zwischen 1,50 und 1,55 so. Welche Schuhgröße hast du? 37. Beide gleiche ja, Schuhe? Ja, ja. Scheiße, Alter. Es ist echt schwer, aber bei Gefühl sagt man immer noch mehr rechts. Bruder, aber das Ding ist, die Links haben nicht einmal gechoked. Die haben nicht einmal gechoked. Also entweder sind das Brüder oder Zwillinge. Ja. Und was dazwischen und rechts sind entweder rechts Schwestern oder beste Freundinnen. Beste Freundinnen niemals. Unterschätzt niemals ABFFFs. Ihr wohnt im selben Haus? Guckt ihr einen Schritt nach hinten? Was soll ich sagen? Nein, du zeigst erstmal, du nicht reden. Ich bin 8. Boah, Digga. 8 Zimmer? Ja. Jeder hat 8 Zimmer. 8 Zimmer, Bro. Holy shit. okay, komm, wir machen es leicht. Komm. Komm mal du nach vorne. Nee, nicht du. Komm du nach vorne. Ja. Nach deinem Geburtstag. Okay, geh nach hinten. So, in welchem Monat hat deine Mutter Geburtstag? Meine Mutter hat im Juni Geburtstag. Ja, Bruder, ist schon real, Bruder. Okay, dann lass mit denen auch versuchen. Einer soll mal herkommen. Das sind Geschwister, Bruder. Der ist so sicher, der hat nicht mal gezuckt mit der Wimper. Okay. Bro, mit wie vielen Jahren kam deine Mutter nach Deutschland? Wallah, ich weiß nicht, aber ungefähr so mit 18, soweit ich weiß. Bruder, das sind Brüder. Aber ich sag dir ehrlich, ich würde sogar sagen Zwillinge. Die haben sehr viel, also Die haben sehr viel gemeinsam. Sehr viel gemeinsam. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden, Bruder. Aber rechts ist authentischer. Ich gehe mit rechts, Bruder. Ich gehe auch mit rechts, Bruder. Ich sag ehrlich, ich bin jetzt tatsächlich schon eher für links. Das sind keine Ahnung wie ich, die haben sich gerade darüber aufgeregt, dass wir die Rechten genommen haben. Ich bin genauso. Bruder, wenn die mit ihrer Lüge durchkommen, gell? Die kriegen 5 Scheine heute Abend Merkur Magie, Bruder. Die Sonne lacht, Cousin. Oh, ich hoffe nicht, Bruder. Davon distanzieren wir uns. Ich geh auch mit Sammy. Ich sag auch. Ich geh rechts, Bruder. Ich will links gehen. 2 links, 2 rechts haben wir. Schnick, schnack, schnuck. Okay, komm. Er macht Schere. Er hat gewonnen. Das heißt, ich und Roat entscheiden. Okay, sicher links, ich gehe sicher links. Guck mal, ich sag dir entweder Krise oder nicht, weil entweder sind das Brüder oder Zwillinge. Das sind keine Freunde. Das sind die. Alles gut. Ja, links müssen wir. Okay, das heißt, wir denken, dass ihr die echten Zwillinge seid. Ihr müsst dann einmal rausgehen. Alright, das heißt, wir machen jetzt die Auflösung. Wir werden es jetzt so machen, dass die nacheinander deren Morphsuits öffnen werden. Ähnlich wie bei Erkenne den Schwarzen. Ja. Und dann wird nach und nach revealed, wer dann quasi das echte Zwillingspaar ist. Okay, ich bin gespannt, Alter. Alright, dann würde ich sagen, let's go!
Die wolltet ihr raushaben. Da sind unsere Zwillinge. Warte mal. Bruder, mit wem wollt ihr euch anlegen, Cousin? Aber wo wir waren, wart ihr noch flüssig, Cousin, Digga. Digga, mit wem wollt ihr uns anlegen, Bruder? Was seid ihr denn sonst? Also wir sind Brüder. Guck mal, das ist mein Punkt gewesen. Brüder, ich war mir 100% sicher. Und mit Zwillingen musste man einfach dann nur so quasi, ich sag mal, erraten. Da gab es nichts, hättest wo man sagt, okay, das sind Zwillinge. Hättest du einfach auf mich vertraut. Bruder, guck mal, wie die aussehen. Also Bruder, die dachten noch alle, dass wir Zwillinge sind, wo wir herkamen, die Kandidaten. Bis zum Schluss, also bis... Als die gekommen sind? Die kamen. Und wir haben halt so einen auf mitgespielt, dass wir die Zwillinge sind. Wir wollten das erstmal hier auch nicht aufklären. Keine Ahnung warum. Und dann kamen die und dann hat man halt eindeutig gesehen, dass die beiden die Zwillinge sind. Aber ich sag euch, wisst ihr, das heißt, wir haben von so vielen Kandidaten ausgeschieden. Guck mal, wir haben Brüder rausgeholt und die Zwillinge. Wir waren echt gut. Wir waren sehr gut. Aber weißt du, was besser wäre, wenn ihr auf uns gehört hättet? Ach, hör auf, Bruder. Wie heftig du mit meinen Gefühlen gespielt hast, ist geisteskrank. Vorhin noch? Ich sag so, ich hoffe, ich habe die richtigen. Am Ende! So, Bruder, ich dachte, das wäre so ein so, Bruder, ja, okay. Ich dachte, ich bin safe. Er hat mich hochgenommen. Kennt ihr das Spiel Werwolf? Nee. Werwolf. Also da ist ja so. Ja, wie Mafia, ja. Das spiele ich halt mit meinen Jungs. Schöne Grüße an 307. Genau, und das spiele ich auch mit Gefühlen. Und da tue ich auch immer noch bis zum Schluss so einen auf. Ich bin Bauer und dann. Ey, ich sag dir, am Ende des Tages hat dein schwedischer Schaum verkackt. Weißt du, was ich meine? Also ich bin fein raus aus der Kacke. Okay. Habt ihr irgendwas zum Pushen? Wollt ihr irgendwas erwähnen? It's Abdisan auf Snapchat, Instagram. Das war einfach nur so eine spontane Sache. Also auf jeden Fall auf Insta, bergheim.a20 und ja Leute, auch ein geiler Abend heute gewesen und weiter geht's. Ja, ich möchte eigentlich nur meine Freunde grüßen, Rohit und Timmelan. Ja, das war's. Shoutouts gehen raus an die Adams und an Nickebö. Auf Instagram thyra.sna. Instagram johanna.plt.unterstrich. Folgt mir auf Instagram vinita.vzs. Mein Instagram ist jasmin.htl. Ich grüße meine Mannschaft DTV. Wir holen morgen den Sieg. Dann grüße ich meinen Freund Furkan und Yasin, meine Brüder. Gaziantep Köberpost, Länderverstraße 55, kommt vorbei. Und ja, Instagram Ahmed mit D.OZOEZT. Ich grüße an erster Stelle 307 und auf Instagram heiße ich Burak Öztürk, halt OE und UE und Doppel-K am Ende. Und gebt euch auf Spotify Hammert 55. Auf Instagram Sammy_3is, R2As. Und wir haben zusammen, möchte ich euch kurz was vorstellen, wir haben zusammen ein Buch geschrieben. Ihr habt ein Buch geschrieben? Ja. Ihr seid 16? Ja. Heftig. Digga, ich konnte mit 16 nicht mal lesen. Und das haben wir zusammen geschrieben. Wir haben halt angefangen, als wir 14 waren und ist jetzt vor kurzem auf dem Markt und würden uns freuen, wenn ihr uns supporten könnt. Heftig. Maler, krass. Dein Schweigen ist Gold wert. Es ist halt ein Krimi, da geht es um so eine Freundesgruppe, die einen Urlaub macht und da passiert ein Mord. Und wir haben immer abwechselnd, ich habe ein Kapitel geschrieben, dann hat sie weiter ein Kapitel geschrieben und es hat sich richtig gut ergänzt, weil wir halt sehr ähnlich geschrieben haben und dann haben wir halt das. Also Digga, das ist richtig krass bewundernswert. Also wir haben früher immer sehr, sehr viele Bücher gelesen und generell sehr viele Geschichten. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, nur so aus Spaß sozusagen. Und dann irgendwann dachten wir, dass es ja wirklich ein Buch werden kann und dann hat es auch geklappt. Boah, stark. Digga, 16. Ich höre, krass, Respekt. Mit 16, ich hatte 30 Fehlerpunkte, Digga. 14 hab ich angefangen, ne? Heftig. Props. Dann check das auf jeden Fall ab. Schweigen ist Gold. Cover sieht auch krass aus. Alright, ja, check das auf jeden Fall ab. Check die bitte alle unbedingt ab. Alles von denen auch in der Videobeschreibung drin. Hat mich gefreut mit euch. Leider lagen wir heute falsch, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, ich hab's.